Was ist los? Ich sehne mich zurück nach dem Sommerloch. Jahrelang hatten wir Nachrichten, in denen nichts passierte. Die hast du abends angeguckt, du warst beruhigt. Und was ist dieses Jahr los? Du machst die Tagesschau an und pro Tagesschau gibt es mehr Tote, als ein Til Schweiger in einem Tatort fabriziert. Ist nicht lustig. Wer ist dran schuld? Munitionsfabrikanten. Ja, viele sagen immer, die Waffenproduzenten sind es und die Waffenhändler. Nein, aber eine Waffe ohne Munition ist albern, ist wirkungslos. Ein CD-Player an sich ist ja auch ein harmloses Gerät. Ja? Aber leg mal eine Amigos-CD ein, das Ding wird zur tödlichen Waffe. Ja? Die Munitionsfabrikanten, über die redet keiner. Wenn so ein Munitionsfabrikant momentan Nachrichten guckt, für den ist jeder Tag Heiligabend. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Der hat Dollarzeichen in den Augen, für den läuft's. Und niemand redet über ihn. Er kann seine Hände ja auch in Unschuld baden, der Munitionsfabrikant. Der kann sagen, hier, ich stell doch nichts Tödliches her. Gucken Sie mal so eine Patrone an sich, das ist Designerschmuck. Die trägt man an der Kette um den Hals oder in einem stylischen Patronengurt um den Oberkörper. Da passiert doch nichts. So eine Patrone an sich ist völlig harmlos. Sie können sie in die Hand nehmen, streicheln, es passiert nichts. Sie können dran lecken, es passiert nichts. Wenn Sie ganz speziell veranlagt sind, können Sie sich das Ding sogar als Zäpfchen einpfeifen. Es wird nichts passieren. Was kann ich denn dafür, dass die Leute mein Zeug in Waffen stecken? Da kann ich doch nichts dafür. Ich bin doch unschuldig. Ne? Und aus Sicht des Waffenprotests, Munitionsfabrikanten, stellt so ein Munitionsfabrikant auch marktwirtschaftlich gesehen das perfekte Produkt her. Der Kunde kauft es, benutzt es. Das allererste Mal, schon ist es kaputt. Der Kunde kauft es neu, benutzt es das allererste Mal, schon ist es kaputt. Er muss es immer neu kaufen und der Munitionsfabrikant verdient Geld, Geld, Geld im hundertstel Sekundentakt. Und das Allerbeste, kein Kunde der Welt beschwert sich bei ihm darüber, dass das Produkt gleich bei der ersten Benutzung kaputt geht, weil es normal ist. Und den ganzen anderen Kundenbindungsquatsch zum Beispiel hast du auch nicht an der Backe. Hier Service-Hotline, Reparaturdienst, Kundendienstgarantie, ja? Rücknahmeverpflichtungen wegen Recycling. Musst du alles nicht machen, das ist doch super. Du bist auf der sicheren Seite. Ich meine, bei uns in Deutschland gibt es auf Getränkeverpackungen, Flaschen und Dosen gibt es Pfand. Ja? Aber hat man schon mal davon gehört, dass es auf Patronenhülsen Dosenpfand gibt? Nein. Wenn das so wäre, wäre die Ostukraine voll mit deutschen Rentnern. Ja? Einige wären nicht zum ersten Mal da. Ja? Gibt's aber nicht. Du bist auf der sicheren Seite. Als Munitionsfabrikant stellst du das perfekte Wegwerfprodukt her. Noch ein geileres Wegwerfprodukt sind ja Handgranaten. Ja? Du bist auf der sicheren Seite. Und vor allem, du stellst ein Produkt her, das kaputt geht. Und während es kaputt geht, macht es auch noch andere Sachen kaputt. Und dann liegt da Müll rum und du musst dich nicht darum kümmern, dass der weggeräumt wird. Kein Ordnungsamt der Welt wird bei dir anrufen und sagen, hier, Sie haben da im Wald was liegen lassen, kümmern sich mal darum, dass das beseitigt wird, das flickert alles ins Grundwasser, Umweltverschmutzung, schon mal gehört? Nee, musst du nicht. Das kann einfach verrotten, keine Sau auf der ganzen Welt wird dich zur Rechenschaft ziehen. Ne? Das ist doch super. Und wenn dann dieser Munitionsfabrikant abends nach Hause kommt zu seiner glücklichen, wohlgenährten Munitionsfabrikantenfamilie und seine kleine, blonde, glückliche Tochter kommt auf ihn zu, ne? Wie jeden Abend, wenn er Feierabend hat und der Papa nach Hause kommt, sie streichelt auf dem Arm diesen kleinen, dicken, glücklichen Goldhamster, der schon leicht Gicht hat, weil er zu viel gefressen hat, ne? Und dann kommt sie auf den Papa zu und sagt, Papa, 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 was hast du heute auf Arbeit gemacht? Munition, wie jeden Tag. Munition? Ja, Patronen. Also zum Beispiel Kurzwaffenpatronen, Revolverpatronen und Pistolenpatronen, aber auch Mittelpatronen, also Flintenpatronen, Büchsenpatronen, Gewehrpatronen, Granatpatronen, Geschützpatronen, Duplex- und Triplexpatronen, Teleskoppatronen, Knallpatronen, Reizgaspatronen und Pufferpatronen. Und die schicke ich mit der Post nach Zentralafrika, in den Südsudan, nach Liberia, Nigeria, in den Gazastreifen, nach Israel, in die Ostukraine, nach Russland, in die Vereinigten Staaten von Amerika, in den Irak, nach Syrien und überall dorthin, wo die Menschen sie dringend brauchen. Oh Papa, 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 machst du auch Tintenpatronen? Nein, damit macht man sich die Hände schmutzig. Danke.